ist ja... Nein. Ja. Moin liebe Trickster und willkommen zu einem neuen Zaubertrick-Tutorial im Jahr 2020. Folgendes Prinzip erkläre ich euch heute. Ihr mischt ein Kartenspiel. Ihr gebt es dem Zuschauer in seiner Hand. Er nimmt die Karten hinter den Rücken. Er entscheidet sich hinter seinem Rücken blind dafür, in welche Reihenfolge er die Karten bringt, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Er wählt dadurch eine Karte aus und wir haben eine unmögliche Vorhersage gemacht. Was genau ich damit jetzt meine, wie das Ganze vorgeführt aussieht und wie ihr das Ganze zu Hause nachmachen könnt, das seht ihr jetzt. Kommen wir erstmal dazu, wie das Ganze vorgeführt aussieht. Ich habe diesen Trick schon mal vor knapp einem Jahr in einem Video performt, nämlich live vor euch auf der Spieldoch-Messe in Duisburg. Wenn ich mich nicht irre, war das sogar an meinem 25. Geburtstag. Film ab. Nimm mal die Karten hinter den Rücken, oben oder unten? Unten. Unten? Dann nimm mal die untere Karte, die unterste, und tu sie in die Mitte des Decks, okay? Oben oder unten? Oben. Dann nimm mal die oberste Karte und tu sie in die Mitte des Decks. Mit, das ist zu kompliziert. Egal, jetzt allerletztes Schuss. Du nimmst die unterste Karte, du drehst sie um und tust sie falsch rum in das Deck hinein. Falsch rum, die Mitte des Decks. Okay, hast du gemacht? Zu denen kommen wir später. Gibt es jetzt irgendeine Möglichkeit, dass ich jetzt hätte kontrollieren können, wann ihr oben sagt, unten sagt, wann ihr was wo ins Deck schiebt und welche Karte jetzt falsch rum im Deck ist? Nein? Gib mir mal die Karte. Dankeschön. Kratz, wenn ich jetzt trotzdem wüsste, dass du die Karte 2 umgedreht hättest, wäre das krass? Ihr hört die Reaktionen, sowas kommt unglaublich gut an. Jetzt, knapp ein Jahr später, erkläre ich euch, wie ich das damals gemacht habe. Im Prinzip habe ich hier wieder mal etwas getan, wovon ich immer abrate. Ich habe einen Force als Kartentrick benutzt. Ich habe eine Karte forciert, dem Zuschauer aufgezwungen und daraus den ganzen Trick gebaut. Ich würde euch grundsätzlich davon abraten, einfach eine Karte zu forcieren und dann wisst ihr die Karte oder ihr habt eine Vorhersage gemacht, wie auch immer. Ich würde euch immer dazu raten, baut um all das herum ein Gerüst. Genau das habe ich hier gemacht und ich erkläre euch auch gleich ganz genau, wie ihr euer Gerüst darum bauen könnt. Alles, was ihr wissen müsst, ist die zweite Karte von unten. Das ist die Forcier-Karte, in diesem Fall jetzt die Herz 4. Ihr könntet auch die dritte Karte von unten benutzen, aber dann könnte es ein bisschen lang dauern, vor allem wenn ihr weniger Zuschauer habt. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Grundsätzlich ist es gut, diesen Trick vor möglichst vielen Zuschauern vorzuführen, dass jeder einmal die Auswahl hat, oben oder unten. Vor nur einem einzigen Zuschauer kommt das nicht so gut an, aber ihr könnt es trotzdem machen. Ihr könnt die Karten selbst durchmischen, dann müsst ihr aber darauf achten, wenn ihr jetzt einen Riffle-Shuffle macht, dass unten die zwei Karten zuerst fallen, bevor alles andere darauf fällt, damit die Karte weiterhin an zweiter Stelle von unten bleibt. Okay, dadurch habe ich jetzt die Reihenfolge des Decks verändert, aber nicht die untersten zwei Karten. Wenn ihr diesen Riffle Shuffle noch nicht könnt, checkt doch gerne die Infokarte da oben. Wenn ihr euren Zuschauer die Karten mischen lassen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, die untersten zwei Karten so zu greifen und sie mittels Gamblers Cop in eurer Hand zu verstecken, dem Zuschauer das Deck zum Mischen geben. Währenddessen halten wir hier die zwei Karten. Er hat gemischt und wir laden sie wieder heimlich unter das Deck. Zack. Den Gambler's Cop habe ich euch in der Infokarte da oben erklärt, wie ihr ganz genau hier reingeht, ohne dass es so ultra cringe aussieht. So, das waren alle Basics. Jetzt liegt die Karte an zweiter Stelle von unten. Wir geben dem Zuschauer das Deck in die Hand und jetzt passieren ein paar Dinge. Wir lassen als allererstes dem Zuschauer, dem wir die Karten in die Hand gegeben haben, entscheiden. Oben
oder unten. Du hast die Wahl. Der Zuschauer weiß jetzt noch nicht, worauf das hinausläuft, aber er wird jetzt beispielsweise sagen oben. Dann sagt er, okay, wunderbar, dann nimm die oberste Karte und tu sie in die Mitte vom Deck. So, das tut er. Ich gehe zum nächsten Zuschauer. Oben oder unten. Angenommen, der Zuschauer würde jetzt unten sagen. Dann sage ich, okay, dann nimm die unterste Karte und tu sie in die Mitte vom Deck und weiß jetzt, dass an unterster Stelle die Karte liegt, die ich forcieren möchte. Ab jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere. In den meisten Fällen wird jetzt als nächstes wieder oben kommen. Aber ich muss ab jetzt meine Formulierung immer so gestalten, dass theoretisch mein Satz, mit dem ich den Zuschauer aufgefordert habe, oben oder unten zu sagen, dass das im Prinzip eine finale Entscheidung angedeutet hätte. Diesen Force habe ich so in der Form gesehen bei Danny D'Ortiz, glaube aber nicht, das ist seiner, aber er erklärt ihn auf jeden Fall auch in der Lecture. Wenn mein nächster Zuschauer jetzt oben sagt, habe ich Glück gehabt, es geht ein bisschen weiter, es wirkt noch mehr random. Und ich würde jetzt noch etwas einbauen, das habe ich damals vor einem Jahr so noch nicht gemacht, ich würde jetzt einbauen, wenn der Zuschauer oben sagt, okay, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10 und der Zuschauer sagt zum Beispiel 7, dann sage ich, okay, dann nimm die obersten 7 Karten und tu sie in die Mitte vom Deck. So wirkt es noch mehr random, wir bauen noch eine Ebene drauf und noch eine und noch eine. Was für Formulierungen könnt ihr benutzen? Denn angenommen, ich sage jetzt, okay, du darfst entscheiden, oben oder unten. Und wenn er jetzt unten sagt, dann sage ich random, weil das ja die Zielkarte ist, ja, da tue sie falsch rum ins Deck. Das ergibt keinen Sinn. Da werden die Zuschauer immer skeptisch sein. Wir müssen in unserer Formulierung vorher schon anteasern, dass das jetzt die finale Entscheidung sein könnte, aber wir müssen dabei ambivalent bleiben. Das heißt, wir müssen zwei Outs haben, wenn der Zuschauer jetzt oben sagt, dass es Sinn ergibt. Ich benutze gerne, okay, du hast die Wahl beim dritten Durchgang, wenn einmal oben, einmal unten war. Du hast die Wahl, oben oder unten. Wenn er jetzt sagt unten, dann sage ich, okay, du hast die Wahl. Dann bitte die unterste Karte falschrum ins Deck schieben. Wenn er oben sagt, dann sage ich, okay, du hast die Wahl. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. 5? Okay. Dann bitte die oben. Okay? Es ergibt in beide Richtungen Sinn. Wenn er jetzt oben gesagt hat, dann muss ich zum nächsten Zuschauer ja wieder sowas sagen. Ich muss jetzt also wieder was anderes sagen. Ich sage, okay. Und jetzt deine Entscheidung. Das wirkt so, als wäre es final, aber wenn er oben sagt, sage ich, okay, deine Entscheidung. Oberste Karte, so. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ich weiß. Aber glaubt mir, es funktioniert und es wirkt unglaublich gut. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Auswahlverfahren habt, ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, stellt eure Fragen gerne einfach in den Kommentaren und ich versuche euch so gut zu helfen, wie ich nur kann, falls ich irgendwas jetzt im Video vergessen haben sollte. Also wenn euch jetzt irgendwas unklar ist, könnt ihr auch in den Kommentaren nachgucken, was die anderen so geschrieben haben. Ja, in so einem Video hilft die Kommentarsektion extrem, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Und wenn ihr ganz detailliert in Detail über Magie sprechen wollt, habe ich für euch ein Forum gegründet vor einem Jahr, mrtrixxl.com/forum. Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch nochmal mehr austauschen, von Magier zu Magier. Irgendwann sagt der Zuschauer unten. Wir sagen, alles klar, das war deine finale Entscheidung. Korrekt. Wir tun immer so, als wäre alles beim Zuschauer gewesen. Auch wenn wir die Entscheidung treffen. Wir entscheiden, was passiert. Aber wir tun so, als wäre das die Entscheidung gewesen. Du möchtest also die unterste falschrum ins Deck schieben. Korrekt? Möchtest du das? Der Zuschauer wird aber niemals Nein sagen, weil wir ihm eine Bedeutung geben. Für sein Ego sozusagen. Ja, wir Menschen sind so. Wenn uns jemand sagt, okay, du hast die Macht, du hast die Entscheidung. Möchtest du das wirklich tun? Dann sagen wir, selbstverständlich. Ich meine, ey, das bin ich. Das ist meine Entscheidung. Der Zuschauer nimmt die unterste Karte und tut sie falsch rum in die Mitte vom Deck. Natürlich könntet ihr diesen Trick jetzt auch lösen mit einer Double-Back-Karte und mit einer vorher schon umgedrehten Karte im Deck, bla bla bla. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu lösen, aber das hier ist impromptu. Der Zuschauer kann hier vorher und nachher alle Karten untersuchen. Er kann alles selbst hantieren. Das ist der Vorteil dieser Methode. Es ist 100% impromptu. Zumindest müssen wir die Karte an zweitunterste Stelle bringen, wenn wir vorher schon eine Vorhersage gemacht haben. Oder wir pieken einfach, zack, die zweitunterste Karte. Oder wir machen das so, wie auch immer. Und in dem Fall ist es dann wirklich 100% impromptu. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Herz 4 falschrum im Kartenspiel drin. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was wir tun können. Erstens, wir können eine Mentalnummer daraus machen und sagen, okay, ich glaube, du hast umgedreht die Herz 4. Und dann ist es die Herz 4. Oder wir sagen nicht, wir wissen es jetzt zu diesem Zeitpunkt. Wir tun es, als wären wir genauso unwissend wie der Zuschauer und sagen, okay, lass uns mal nachschauen, welche Karte du umgedreht hast. Aha, du hast die Herz 4 umgedreht. Okay, das ist interessant, denn ich hatte eine Vorhersage gemacht. Ihr entscheidet also, möchtet ihr mit einer Vorhersage arbeiten, die ihr vorher gemacht habt, oder möchtet ihr jetzt on the spot durch eure mentalen Kräfte die Karte herausfinden? Ich habe mich dafür entschieden, das zu koppeln. Ich habe gesagt, ich glaube, du hast dich für die Herz 4 entschieden. Und das ist verrückt, weil dadurch habe ich zwei Finales, ja? Die Zuschauer glaubten in dem Moment, dass der Trick wäre, ich weiß, es ist die Herz 4. Mein Publikum hat in dem Moment schon geklatscht und gemacht. Aber ihr merkt, das war so ein Yay, woo. Das war kein so 100% ernstes, also es war
ein Applaus, aber es war kein "Wir sind jetzt mega verblüfft davon". Das ist gut, denn die Zuschauer relaxen jetzt, weil sie glauben, das war der Trick. Und wenn man in diesem relaxten Stadium ist und jetzt das zweite Finale kommt, die Vorhersage, dann ist die Reaktion millionenmal besser, als wenn es das erste Finale wäre. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So ein zweites Kicker-Ending zu haben, das hilft extrem, wenn ihr schwache Reaktionen von euren Zuschauern habt. So ein zweites Finale pusht die Reaktion immer höher noch. Meine Vorhersage, und das meine ich mit diesem Gerüst drumherum, kommen wir zum zweiten Part. Ich habe die Prämisse gesetzt, okay, bin hier auf einem Fantreffen, ich habe 50 von euch um mich herum, wir machen haufenweise Selfies miteinander und ich hatte eh die Karten in der Hand, weil wir die ganze Zeit auch miteinander gezaubert haben und habe dann ab und zu, wenn wir Fotos gemacht haben, einfach so die oberste Karte, ich dachte kurz, das wäre sogar die Karozzei, die oberste Karte so hochgeschoben oder habe sie einfach so in die Hand gehalten und meinen anderen Arm mit dem Deck um den Zuschauer gelegt, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall eine Karte in die Kamera gehalten und das haben meine Zuschauer nicht gesehen. Natürlich ist man jetzt nicht immer in der Situation, dass man mit seinem Zuschauer gerade ein Selfie macht. Aber das ist mein Tipp, wenn ihr sowieso ein Foto machen möchtet mit der Person, mit der ihr gerade zaubert, haltet gerne einfach eine Karte in die Kamera. Ihr könnt die für 100 verschiedene Dinge benutzen, diese Karte. Ihr könnt auch euch aufschreiben, welche Karte das war, es euch in irgendeiner Form merken und ein halbes Jahr später noch einen Trick machen, vielleicht sogar per Telefon und genau dieses Foto ein halbes Jahr später nutzen, in der Hoffnung, dass sie es noch auf dem Handy haben. Wichtig ist, ich habe Zeit vergehen lassen. Und dadurch, das meinte ich am Anfang, dadurch wirkt es nicht mehr wie, okay, ich habe die dir forciert, tada, meine Vorhersage stimmt. Sondern erstens, dieser Force selbst wirkt schon durch jeden einzelnen Zwischenschritt so frei. Zweitens, er streckt sich über so eine Länge. Man glaubt nicht, dass ich von Schritt zu Schritt immer noch Einfluss haben kann, wenn der Zuschauer jetzt 2 Minuten lang das Deck in der Hand hält und dauernd irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und drittens, dieser Force ist eine halbe Stunde passiert, nachdem ich die Vorhersage gesetzt habe. Durch diese Zeitverschiebung habe ich den Vorteil, meine Zuschauer haben das schon wieder vergessen. Und wenn meine Zuschauer es vergessen, gehen sie auch davon aus, dass ich es vergessen habe. Und deswegen wirkt es nicht so zufällig irgendwie, hat mir nicht vorhin, lul, war ja dieselbe Karte, sondern es wirkt magisch, dass ich weiß, okay, wir haben ein Foto gemacht. Öffne deine Galerie bitte. Oder sagt gar nicht, wir haben ein Foto gemacht. Sagt vom Skript her einfach, entsperr mal bitte dein Handy. Öffne mal bitte die Galerie. Schau dir mal bitte das letzte Foto an. Dadurch, dass wir diesen Satz nicht aussprechen, wir haben vorhin ein Foto gemacht, distanzieren wir uns noch mehr von dieser Idee, ich habe irgendwas kontrolliert. Das nochmal als Tipp für euch. Ich glaube, das waren jetzt alle Tipps, die ich euch geben wollte. Ich hoffe, dass ihr jetzt irgendwie 10% von euch noch zuschaut. Wenn ihr noch zuschaut, dann habe ich für euch einen kleinen Gag. Ich trinke jetzt nämlich Wasser, anstatt es in ein Glas einzuschenken, aus dem Bottich. Also könnt ihr einmal in die Kommentare schreiben, Matti, du Sau oder sowas, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich hoffe, ihr habt hier etwas gelernt. Das könnt ihr mich auch gerne wissen lassen. Habt ihr jetzt direkt irgendwelche Ideen, für welche Tricks ihr diesen Force benutzen möchtet? Ihr könnt natürlich jeden Kartentrick, bei dem man eine Karte vorher forcieren muss, jetzt mit diesem Force vorführen. Ihr müsst ja den Force nicht als eigenen Trick, so wie ich, verkaufen. Lasst mich eure Gedanken, eure Ideen und eure Meinungen dazu auch gerne in den Kommentaren wissen, genauso wie auch eure Fragen. Und jetzt höre ich auf, euch voll zu labern und sag, wir sehen uns morgen um 17 Uhr zum neuen YouTube-Stream. Und um 19 Uhr auf Twitch zu einem neuen Gaming-Stream. Haut rein, euer Matti und bis morgen. Schlaf gut. Süße Träume. Träum von mir.